Ich begrüße Sie alle ganz herzlichst und ich bin ganz froh, dass ich zu Ihnen jetzt sprechen darf. Ich weiß, es ist der letzte Vortrag in dieser heurigen Sommerakademie. Ich hoffe, dass ich der letzte bin wegen der Zeit, die ich zur Verfügung hatte. Was ich Ihnen sagen möchte, ist eigentlich viel. Und wenn jemand kämpft mit Schlafen, ich verspreche, dass ich nicht unterbrechen werde, deswegen, weil Aufnahmegerät nicht schläft. So, es wird immer was bleiben. Noch etwas, bevor ich anfange zu sprechen. Es wird wahrscheinlich mit meinem Vortrag sein, wie es mit Marias Botschaften in Medjugorje ist. Wenn sie die Botschaft gibt, dann viele, die von außen die Botschaft hören, ärgern sie sich fast, weil sie immer sagen, sie sagt immer dasselbe. Und die Studierten und die Professionisten, wie kam das Wort, sagen, es ist zu einfach. Unsere Antwort dort, die wir von Maria auch gelernt haben, ist eigentlich, Mutteraufgabe ist nicht philosophieren, ist nicht Theorien zu machen, ist nicht zu diskutieren. Mutters Aufgabe ist, an die Aufgabe, die Kinder zu erinnern. Und deswegen wird wahrscheinlich bei vielen dieser Eindruck sein, wir wussten das eigentlich alle, das, was er sagt oder das, was sie gesagt hat. Wenn ich so an mich selber denke, ich bin in Medjugorje 14 Jahre bald. Die Mutter Gottes ist etwas früher gekommen, einige Monate, bevor ich gekommen bin. Und ich kann dann wirklich so meine priesterliche Tätigkeit vor Medjugorje und nach Medjugorje vergleichen. Wir Christen, ich meine auch angefangen von den Priestern, vom Bischöfen darf ich nicht anfangen, ja. Vom Priestern dann weiter unten. Ich hatte den Eindruck, und ich sage deswegen auch so, dass wir uns in der besten Küche der Welt befinden, mit besten Menüs, mit besten Speisen, über die wir ständig sprechen. Und viele dann in dieser guten, wenn nicht besten Küche, vor Hunger sterben. Warum? Weil gesprochen wird. Es wird diskutiert, es werden Beweise gebracht über alles, über vieles, aber es wird nicht gegessen. Maria ist gekommen und sagt nicht viel oder wiederholt das, was im Evangelium einfach gesagt worden ist und sagt nie in der Botschaft, lest die Bücher, sagt nie diskutiert, sondern sagt, betet und fastet. Zum Beispiel als Zeichen von Medjugorje-Frömmigkeit, sagen wir so, oder von Medjugorje-Bewegung, ist dreistündiges Abendprogramm. Mittwochs und Freitags ist es vierstündiges. Und sonntags auch. In der Mitte ist die Messe, so hat sie gesagt. Messe soll im Zentrum eurer Gebete sein. Ihr sollt euch vorbereiten für die Messe und auch bleibt mit Jesus nach der Messe. Und wir haben dann so gemacht, weil sie alle drei Rosenkränze jeden Tag, also von uns will. Also, gut, wie bereiten wir uns vor? Gut, eine Stunde vor der Messe beten. Ja, was machen wir mit der Botschaft? Bleibt mit Jesus nach der Messe. Dann haben wir gebetet und beten noch immer Glaubensbekenntnis 7 Vater unser. Dann Heilungsgebet und noch einmal Rosenkranz oder Anbetung. Ich erinnere mich, als ein guter Pilger gefragt hat, ja, aber
Ist das nicht eine spezifische franziskanische Frömmigkeit? 3 Stunden. Ich habe gesagt, nein. In Medjugorje sind nicht die besten Franziskaner in der Welt. Warum sollten dann nicht alle anderen Franziskaner sowas am Abend haben? Nur wir. Und wir wären, das verspreche ich Ihnen, die Letzten, ich meine die Franziskaner, die Letzten, die so etwas den Menschen oder uns selbst zugemutet hätten, jeden Tag am Abend 3 Stunden Gebet. Es war ihr Wunsch. Und ich sage dann wiederum auf eine einfache Weise, seitdem ich das ein wenig entdeckt habe, ich danke Gott oft, auch bei der Vorbereitung dieses Vortrags, dass die Mütter keine Professoren sind. Gott sei Dank. Wissen Sie warum? Denken Sie sich zum Beispiel eine Situation, die Mutter bereitet das Frühstück vor oder Mittagessen oder Abendessen. Natürlich mit vielen Sachen, mit vielen Gemüse, Fleisch und Torten und was noch da kommt. Und wenn sie das alles vorbereitet hat, sagt dem Kind, komm, jetzt musst du alle chemischen Formen wenigstens verstehen, wenn nicht auswendig lernen. Dann wird gegessen. Ich glaube, viele von uns wären schon davor gestorben. Sie sagt nicht so. Sie hat gesagt, Messe soll euer Leben sein. Und bereitet euch für die Messe. Wenn ihr euch nicht vorbereitet, besser nicht zu kommen. Das heißt, wenn die Mutter das Mittagessen oder Abendessen vorbereitet hat, sagt sie dem Kind, wasch die Hände schön, Mantel ab, setz dich hier schön. Man nimmt das Messer so, die Gabel so, den Löffel. Und wenn man gegessen hat, dann läuft man nicht sofort weg, sondern man bleibt. Man muss Zeit haben. Und Gott sei Dank, sie macht so. Und viele Menschen und Erfahrung vieler Pilger ist, in Medjugorje kann man beten, in Medjugorje bekommt man den Frieden, in Medjugorje hat man den Mut, auch zur Beichte zu gehen und vieles andere. Es ist nur deswegen, weil sie Mut gehabt hat und Mut hat, uns dazu zu ermutigen, Zeit zu nehmen. Das ist schon also eine Antwort auf das, was im Titel vom Vortrag steht, wie Maria uns lehrt. Einfach und mutig. Sie hat den Mut. Zum Beispiel, in Medjugorje gibt es 3 Gebetsorte. Ich habe das gestern kurz erwähnt. Es ist die Kirche, es ist Erscheinungsberg und Kreuzberg. Ich erinnere mich am Anfang, wo wir keine Idee noch hätten haben können, dass diese Orte noch zu Gebetsorten oder Städten werden. Sie hat die Seher zu jeder Zeit des Tages und der Nacht zum Gebet gerufen. Und bei jeder Witterung. Ich erinnere mich einmal, nach dem Abendprogramm, es war ein furchtbarer kalter Wind, Burra. Diejenigen, die einmal im Winter nach Medjugorje Wallfahrt gemacht haben, mögen sich auch daran erinnern. Diese Burra ist einfach ein kalter Wind und findet dich überall. Also nach dem Abendprogramm sagte mir eine von der Seherin, um 11 Uhr heute Abend ist auf dem Križevac Erscheinung. Heute? Ja. Da habe ich gesagt, weiß die Mutter Gottes, wie der Wind heute weht? Und sie hat gelächelt. Und da habe ich gesagt, schaut,
Wir sprechen oft über das, was sie erfahren. Habe gesagt, schaut, wie oft habt ihr mir gesagt, die Mutter Gottes ist lieb, zärtlich, man kann das nicht beschreiben, die Worte fehlen uns. Und sie ruft, lädt euch ein heute Abend zum Križevac. Also was ist mit diesem Liebsein, Zärtlichsein, Aufpassen und so? Dann antwortet einer von denen, wenn jemand dich liebt, hat auch den Mut, von dir etwas zu verlangen. Ich bin dann still geblieben, ich bin nicht mitgegangen. Ich habe auch den Mut, vor diesen Mut wirklich große Ehrfurcht und ich habe ihn auch akzeptiert. Mit Mut. Oder zum Beispiel, als sie von der Gruppe, Gebetsgruppe, verlangt hatte, 3 Stunden zu beten. Es war die Botschaft der Gruppe gegeben, nicht die Botschaften, die sonst bekannt worden sind. Ich lade euch ein, jeden Tag 3 Stunden Gott zu widmen. Und da haben sie danach diskutiert. Bei der nächsten Botschaft, durch ein Mädchen mit innerem Reden, hat sie gesagt, ich weiß, ihr habt gesagt, ihr habt keine Zeit. Vergesst aber nicht, Gott hat euch 24 Stunden gegeben und für euch ist es zu viel, ein Achtel der Zeit ihm zu schenken. Denkt daran, wenn ein Freund zu euch kommt, in großer Hektik werdet ihr kurz aufhören, ihn zu begrüßen, für ihn Zeit zu haben, dann die Arbeit fortsetzen. Es ist für euch zu viel, ein Achtel der Zeit Gott zu schenken, indem euch Gott 24 Stunden gibt. Einen besonderen Mut zeigt Maria, als sie uns am 14. August 1984 zum 2 Fastentagen aufgerufen hatte. Dabei müssen wir alle wissen und nie vergessen, dass sie die Letzte ist, die uns hungern sehen möchte oder die Krämpfe in unserem Bauch verursachen möchte. Sie ist die Letzte. Aber sie ist die Erste seit vielen, vielen Jahrhunderten, die Mut hat, uns zu sagen, 2 Tage fasten. Und sie hat auch gesagt, Brot und Wasser. Gut, weil wir auch dazu studiert haben, wir wissen, dass Brot Symbol ist des Lebens, Vorbereitung für die Eucharistie. Dann bereiten wir uns vor für die Eucharistie, ohne mit dem Brot zu leben. 2 Tage oder geben was dazu. Aber sie hat, als sie das uns aufgefordert hatte, sie ist nicht sozusagen allein. Sie steht mitten in der Tradition, sei es jüdischer Tradition, die sie als Mädchen gelebt hatte, sei es auch in der katholischen Tradition, wo sie sicherlich die katholische Tradition, glaube ich, am Anfang schon mitgeformt hatte. Ich erinnere mich an einen Rabbi, der viel von Maria hören wollte und ich habe dann sagen wollen, was ich noch wusste. Als er gehört hat, dass sie 2 Fastentage also vorgeschlagen hat oder aufgerufen hatte zu 2 Tage Fasten, hat er so große Augen gemacht und gefragt, ja, welche Tage? Ich habe ihm gesagt, Mittwoch und Freitag. Da hat er noch dazu gelächelt und gesagt, Maria ist nicht umgekehrt, hat keine Umkehr erfahren, sie hat nur die Tage verändert, weil in jüdischer Tradition Montag und Donnerstag Fasttage waren. Und wenn man dann die ganze kirchliche Tradition anschaut, Mittwoch und Freitag, von Anfang an bis zu tiefem Mittelalter, sind
also als Fastentage gelebt worden. In unserer franziskanischen Regel findet man auch ein Zeichen dafür, wo der heilige Franziskus Mittwoch und Freitag, also den Brüdern, als besondere Tage so ans Herz legt. Und jetzt im Enzyklika Evangelium des Lebens, in der Nummer 100, was sagt der Papst? Wir sollen zurückgreifen, sozusagen, zurückgehen zum Fasten und Gebet. Wie? Mit Mut und Demut. Warum? Um die Wende des Bösen in uns und um uns zu zerbrechen. Mut. Maria in ihrer mütterlichen Liebe und Weisheit hat den Mut, in Medjugorje von uns Zeit zu verlangen, Zeit, viel Zeit für Gott zu nehmen, mit Gott zu nehmen und dann auch fasten, dass wir fasten. In den letzten Monaten habe ich viel über Umkehr gesprochen, weil sie in der Juli-Botschaft, also 95, gesagt hat, dass wir zum Heiligen Geist beten sollen, dass wir verstehen, dass wir Umkehr brauchen und dass wir umkehren müssen. Also ich habe dann gesprochen, dass wir beten sollen, um zu verstehen. Wenn wir als Prediger, als die Priester unter uns, auch die anderen, wenn wir daran denken, wie wir sprechen, was wir in der Predigt sagen, wir überzeugen schon, wenigstens wir wollen überzeugen, also die Hörer, dass sie umkehren sollen. Was sie davon verstanden haben. Wie viele kommen heraus aus der Predigt mit dieser tiefen Überzeugung? Stimmt, ich muss umkehren. Maria macht es auf andere Weise. Sie sagt, betet. Dann wird durch der Heilige Geist sagen, dass ihr umkehren sollt. Und indem ich gesprochen habe, habe ich dann auf einmal die Mutlosigkeit der Christen entdeckt, auch bei mir selber, und Mut bei vielen anderen Menschen, die was anderes tun und mit dem, was nicht gut ist. Und habe ich das Beispiel von Fasten genommen. Ich kenne einige, die gesagt haben, ich faste und ich habe Kopfweh. Und das war der Grund, mit dem Fasten aufzuhören. Ich habe gesagt, schaut Leute, gut, ich respektiere unsere Schwachheit und ich habe keinen Mut zu sagen, mit dem Kopf, trotzdem, geh weiter. Aber ich kenne keinen, der mit etwas mehr Alkohol schlafen gegangen ist, der nicht mit Kopf aufgewacht ist. Aber ebenso kenne ich keinen, der gesagt hätte, Kopf, das kann ich nicht mehr, ich trinke nicht mehr. Er trinkt weiter. Er zerstört sich weiter. Die Sünde, das Böse, sage ich, hat mehr Mut, weiterzumachen und sich durchzugreifen und alles Mögliche. Wir haben den Mut nicht. Und was ist dann normal geworden, was anormal ist? Ich denke jetzt an ein klassisches Beispiel. Ein junger Mann, der in Medjugorje Umkehr erfahren hat, drittes Mal, als er in Medjugorje war, erzählt er mir seine Geschichte. Ich habe verstanden, Maria will, dass wir Gebetsgruppen bilden. Und ich habe das gemacht. Ich habe bei vielen jungen Leuten, bei meinen Freunden gesagt, kommt, wir machen etwas.
Und es ist so geworden, dass sie jeden Samstag 3 Stunden beten. Seine Familie und noch einige, die ihn kannten, haben gehofft, dass das nicht lange dauern wird. 3 Stunden am Samstag zu beten. Aber er hat sich auch gewundert, dass das weiterläuft. Und als sie, als seine Familie und noch als einige von seinen Freunden das gesehen haben, es läuft weiter. Zunächst unter denen, dann ihm ins Auge, Frage gestellt: Bist du normal? Am Samstag 3 Stunden zu beten. Und er sagte, das haben mich nicht gefragt, die Kommunisten und die Atheisten. Das haben mich gefragt, diejenigen, die zur Messe kommen, die sonntags Messe besuchen. Und da sagte er, es ist interessant. Vor meiner Umkehr habe ich wenigstens 2 Nächte draußen verbracht, Diskotheken und so weiter, manchmal auch 3. Ich habe nie meiner Mutter nach dem Abendessen was geholfen. Sofort weg. Ich bin nie, sagt er, ein wenig spottend über sich selbst, ich bin nie zu spät nach Hause gekommen. Das wäre Mitternacht. Ich bin immer früh gekommen. Das waren 3, 4, 5. Und dann um Mittagszeit oder 1 Uhr aufgewacht, Mittagessen gewollt, wenn die Mutter nicht bereit war, habe ich geschimpft, nervös geworden. So jahrelang. Und niemand hat mich je gefragt, Mensch, ist das normal, was du machst? Maria mit Mut ruft uns auf, etwas zu tun. Zunächst einmal Zeit für uns zu nehmen, also für das Gebet zu nehmen und zu fasten. Und sie weiß, wahrscheinlich ist die Erfahrung vieler, die den Weg gehen wollen, dass sie auf einmal gegen sich Leute haben, die gute Leute sind, die christliche Mentalität. Aber sie sagt weiter, und wenn wir auch allein bleiben in einer Zeit, sie will, dass wir weitergehen. Und denken Sie sich, wenn Sie jetzt nach Hause kommen, außer dass es in Ihren Familien ganz anders ist als sonst in den christlichen Familien, sagen Sie, in der Augustbotschaft, also diese letzte Botschaft, hat Maria gesagt, jeden Morgen fängt dann mit dem Morgengebet und am Abend ebenso Gebet, aber Danksagung. Und wenn Sie sagen, Leute, von morgen an beten wir Morgengebet. Wie viele sagen würden, ah nein, das tut niemand. Denken Sie sich jetzt auch andere Situationen. Sie sagen, wir werden wenigstens einen Tag fasten. Was würde geschehen bei den Leuten, die zur Messe gehen? Oder was sagen, wenn eine Mutter oder Vater sagen denn ihren Jugendlichen, geh nicht so raus oder komm etwas später nach Hause, nicht zu früh. Dann würden sie sagen, es tut jeder so. Eine ganz, ganz nette Weise, wie wir widerstehen. Den Eltern, dem Priester, dem Bischof, dem Papst auch. Es tut niemand. Oder anders, es tun alle. Maria, als Mutter und Lehrerin, wie sie der Papst in Enzyklika Mutter des Erlösers nennt, ist zärtlich, liebt, passt auf, aber will, dass wir Mut haben. Nicht Fanatismus, aber trotzdem Mut. Und sie weiß, und wir wissen es auch, die, wenn es offiziell ihr folgen, in Medjugorje, dass es anders nicht geht. Wenn wir nicht Zeit für Gott haben, in dem Gebet, wenn wir Mut nicht haben, auch wortwörtlich zu fasten, alles andere, ob wir wollen oder nicht, wird
langsam aber sicher zu nichts. Wird zu einem Wissen, gegen das Maria selbst ankämpft, aber auf mütterliche Weise. Und das ist eigentlich, was sie als erstes in Medjugorje lehrt. Ich bin gekommen, euch zu sagen, es gibt einen Gott. Aber seit 87, was macht sie? Mit einer Seherin, Mirjana, jeden zweiten des Monats betet sie für die Ungläubigen. Das kürzeste Gebet war 5 Minuten, das längste 4 Stunden. Ich habe die Seherin gefragt, welche Gebete betet sie? Sie kann nicht sagen. Sagte, es ist wie Rosenkranz, das heißt also wechselseitig. Aber sagte, wir beten nie mit Maria, gegrüßet seist du Maria. Es ist was anderes. Als mir diese Seherin das mitgeteilt hat, hat sie gesagt, wir beten für die Ungläubigen. Ich habe gesagt, wunderbar. Es gibt viele Ungläubigen. Bei uns wegen Kommunismus sind viele einfach ohne einfach Information über Glaube, Kirche und so weiter geblieben. In der freien Welt hat man nicht so gegen Gott und Kirche gekämpft wie im Kommunismus, aber auf eine andere Weise hat man fast schlimmere Situationen geschaffen. Also, wir brauchen wirklich dieses Gebet, dass man dazu kommt und weiß, es gibt einen Gott. Mirjana sagt, aber nein, das ist nicht der Sinn, wofür sie betet. Sie betet, oder wir beten, damit für all diejenigen, die die Erfahrung der Liebe Gottes nicht haben. Und das ist eigentlich der Glaube in den Botschaften, wie Maria uns lehrt. Man muss beten, oder sie betet, damit wir Erfahrung der Liebe Gottes haben. Da habe ich gesagt, jetzt weiß ich, sie betet für uns alle. Weil das, was uns mangelt, ist genau diese Erfahrung der Liebe Gottes. Also es ist eigentlich kein Problem, Wissen um Gott. Aber diese andere, tiefere Dimension ist entscheidend. Und so eigentlich will sie, dass alle anderen Probleme lösen. Vom Gebet, vom Fasten, vom Beichte, von Messe, von Liebe zueinander und so weiter. Warum viele Menschen, viele Christen keine Zeit zum Gebet haben? Nicht, weil es keine Zeit gibt, sondern weil es an dieser Dimension fehlt. Und wenn ich jetzt denke, wie wir oft in der Schule, im Katechismus, bei der Firmenvorbereitung und in unseren Predigten, was wir oft tun, uns geht es darum, dass wir beweisen, dass es Gott gibt, dass wir beweisen wollen, dass Gebet gut ist, dass wir beweisen wollen, dass Beichte auch notwendig ist. Gut, man braucht das auch. Aber es fehlt etwas, was ich am Anfang gesagt habe. Gott sei Dank, Maria ist kein Professor oder unsere Mütter sind keine Professoren. Sie machen es anders. Wenn wir sagen, es muss gebetet werden, weil im Evangelium so vorgekommen ist, wir machen die Messe trotzdem sehr kurz. Wenn wir sagen, es muss gebetet werden, wir haben keinen Mut oder oft den Leuten zu sagen, Viertel vor 10 vor der Messe bete ich ein Gebet, dass wir vorbereitet werden für die Heilige Messe. Wenn wir sagen, es ist wichtig, Gott will uns heilen, haben wir den Mut, den Leuten in der Pfarrei zu sagen, Leute, jetzt nach der Messe
eine halbe Stunde bete ich um die Heilung. All diejenigen, die wollen, sind wirklich eingeladen, dass sie bleiben. Was machen wir? Wir sprechen über das Gebet und dann laufen weg. Und dann staunen, dass vieles nicht läuft. Es kann nicht laufen. Seitdem ich ein wenig in diese Pädagogie Mariens, so ich darf sagen, eintreten musste, habe ich gesagt, ich werde nie mehr kritisieren, diejenigen kritisieren, die nicht zur Messe kommen, sondern ich werde immer versuchen, so die Messe zu feiern, dass gekommen sind, etwas von diesem Frieden Gottes, von Liebe Gottes, auch von heilender Kraft Gottes erfahren. Wenn das gelingt, wenn das läuft, dann werden viele anderen kommen. Und ich möchte wiederum daran einfach erinnern, dass wenn wir anschauen, wie viele, ich sage jetzt, Sekten machen, oder diese östlichen Meditationsbewegungen, wie sie den Mut haben, was sie von denen, die Mitglieder sind, verlangen. Ich glaube, dass wir dann auch Mariens Mut auch verstehen werden und etwas mutiger sein können. Ich erinnere mich wiederum in Bezug auf die Heilige Messe, als Maria gesagt hat, ja, es ist besser, nicht zu kommen, wenn ihr nicht vorbereitet seid. Dann ist ein Pfarrer gekommen und sagte, ah, diese Botschaft kann ich nicht annehmen. Unmöglich. Wir machen alles, dass die Leute zur Messe kommen und dann auf einmal, es ist besser, nicht zu kommen, wenn ihr nicht vorbereitet seid. Dass uns Maria so sagt, unmöglich. Und da sagt er, praktisch eigentlich heißt es für mich, wenn ich diese Botschaft annehme, Sonntag, am nächsten Sonntag, 5 oder 10 Minuten vor 10, das ist der Messe, ja, soll ich aus der Sakristei in die Kirche gehen, Mikrofon nehmen und sagen, guten Morgen, gute Leute, aber wenn jemand nicht vorbereitet ist, möge nach Hause gehen. Wie würde das klingen, sagt er mich. Sagt, dann nach einer kleinen Pause sagte, vielleicht sollte ich auch nicht zurückkommen. In dem Moment hat er gezweifelt auf seine Vorbereitung. Ich habe ihm gesagt, schau, Maria spricht nicht gegen die Messe, sondern für die Messe. Wenn ein Kind jahrelang in die Schule geht und nichts passiert, geht nicht voran. Dann sagt die Mutter, mein liebes Kind, vergiss die Schule, geh nicht mehr. Du kannst fast eine Stunde länger schlafen und mir zu Hause etwas helfen, aber geh nicht in die Schule. Sie spricht nicht gegen die Schule, sondern für die Schule. So, also Maria geht es darum, uns zunächst zu helfen, dass wir verstehen, dass wir Erfahrung von der Liebe Gottes haben. Wenn das passiert, dann passieren alle Sachen, die ich in Medjugorje jetzt nur kurz erwähne, die als was uns Maria lehrt, gelten. Zum Beispiel sind viele Menschen wirklich zurückgekommen zum Gebet. Viele Familien. Es gibt Tausende und Tausende von Gebetsgruppen in der Welt. Ich komme von London. Am Sonntag hatten wir bei der Karmeliten Elsford, heißt der Ort, 30 Kilometer vielleicht von London, zwischen 7.000 und 8.000 Menschen den ganzen Tag. Viele von denen sind Anglikaner. Und die Karmeliter haben uns gesagt, das ist schon die größte
Pilgerfahrt, also größte Gruppe. Und das war ihr Wort, es ist ein Kompliment, ich sage es. Die Gruppe, die am meisten betet, die Gruppe, die bei der am meisten Beichten gefordert werden, verlangt werden, die wirklich nur wegen Gebet kommt. Tag davor war ich bei einem Anglikaner. Vor 4 Monaten ist er katholisch geworden. Seine Frau weiß noch nicht, was sie tun soll. Sie spricht vielen Anglikanern jetzt über die Mutter Gottes und sie sagte, wenn ich katholisch werde, weiß ich nicht, ob sie mich noch hören wollen. Bei denen sie auf ihrem Grundbesitz habe ich mit etwa 300 Menschen Kreuzwegandacht gebetet vor der Messe, die er von 14 verschiedenen Artisten, also zusammen mit 14 verschiedenen Artisten zusammengebastelt hat, auf den Bäumen, in den Bäumen und so weiter. Die Idee ist gekommen in Medjugorje. Er war als Anglikaner dort. Und jetzt macht er Rosenkranz durch den Wald. Und jeden ersten Freitag hat er größere Gruppe von Leuten, oft meistens die Anglikaner, die das tun. Also, es kommen viele Menschen durch Medjugorje zum Beten. Aber ich glaube, es ist eine Erfahrung davor. Gott hört auf Gebet Mariens und sie betet um die Erfahrung der Liebe Gottes. Wenn einmal das Gebet, sozusagen die Zeit mit Gott, so in richtige Bahnen kommt, dann folgt etwas anderes. Jetzt sage ich, ich spreche von der Spiritualität Mariens, die ich dort, ich sage auch, in meinen Büchern entwickeln wollte, wenigstens wollte. Das erste war, betet mit dem Herzen. Der zweite Schritt ist, gib mir dein wundes Herz, Versöhnung, Beichte. In Medjugorje erfahren wir, dass Menschen Mut haben, zu beichten. Wie oft kommen die Leute nach 30, 40 Jahren und sagen, hier möchte ich anfangen. Ich erinnere, also der Papst Paul VI. Hat einmal gesagt, die größte Sünde dieser modernen Welt ist, den Sinn für die Sünde verloren zu haben. Es mag stimmen. Aus meiner Erfahrung in Medjugorje sage ich ein wenig anders. Denn der verlorene Sinn für die Sünde kommt aus einem früheren Tod, aus dem Tod des geistigen Lebens, des Gebetes. Und Maria hat nicht viel über Sünde und Beichte gesprochen, aber ständig über das Gebet. Wenn man einmal wach wird, wenn man einmal lebt, dann weiß man, was weh tut. Oft wollen wir den toten Menschen beweisen, dass sie krank sind. Ob wenn man physisch tot ist, ob eine Krankheit oder 1000 da sind, ist eigentlich egal. Wenn man anfängt zu leben, dann hat man Sehnsucht, auch gesund zu sein. Und das ist das Geheimnis, glaube ich, auch der Beichte in Medjugorje. Also dass unser Kardinal Kucharic einmal gesagt hat, Medjugorje ist zum Beichtstuhl der Welt geworden. Versöhnung geschieht, wie wir jetzt im Krieg verwundet sind. Das können Sie wahrscheinlich ein wenig ahnen, besonders diejenigen, die den Zweiten Krieg erlebt haben. Ich bin keinem Menschen begegnet, der nicht verzeihen wollte, der nach Medjugorje gekommen ist. Der auch dafür betet, wenn er noch negative Gefühle hat, dass er das kann. Aber das geschieht wirklich in Medjugorje.
Ich bin ganz sicher, Gott sei Dank, nicht nur in Medjugorje, aber jetzt wirklich auf eine besondere Weise in Medjugorje. Wenn diese zwei Schritte geschehen, dann ist die Messe möglich. Und da, deswegen heißt es, feiert die Messe mit dem Herzen. Oft kennen die Christen, die zur Sonntagsmesse kommen, nicht bei der Messe teilnehmen. Sie sind dort, aber können nicht teilnehmen, weil die Versöhnung nicht passiert ist. Wir können uns nicht am Tisch setzen, auch wenn wir in der Familie sind, Mann und Frau, Eltern und Kinder, wenn wir uns nicht versöhnt haben, wenn es einen Streit gegeben hatte. Dasselbe ist mit der Eucharistie. Deswegen sagt Maria, bereitet euch vor. Sonst, wenn wir oft kommen und nichts erfahren, dann ist der Pfarrer schuldig oder Chor, der singt oder derjenige, der liest oder Heizung oder der andere, der kommt und gefällt mir nicht. Und zwar das erste Hindernis oder das einzige Hindernis trage ich in meinem Herzen, weil ich entweder Gott oder den Menschen nicht verziehen habe. Wenn die Messe gefeiert wird mit dem Herzen, dann kommt die vierte Schritt dieser Schule, den ich nenne in der Schule der Liebe. Was passiert in der Messe so global gesagt? Versöhnung, erbarme dich. Verkünden des Wortes, dazu noch Homilie. Ja? Jesus gibt sein Leben für uns. Es ist mein Leib für euch. Und dann sprich ein Wort und meine Seele wird gesund. Und am Ende sagt man noch, geht hin in Frieden. Und ich sage all diejenigen, denen die Messe immer langweilig ist, aber sie kommen Pflicht zu tun, hören eine wunderschöne Botschaft am Ende. Geht hin in Frieden. Dann wissen sie, dass man gehen darf. Dann laufen sie aus der Kirche, als ob die Kirche ins Feuer gesteckt wäre. So schnell. Aber wir wissen ja, das ist ein biblischer Gruß, der heißt, geh und mache das, was du gesehen hast, das für dich gemacht wird. Und Maria sagt, euer Leben soll Messe sein. Ich habe mit dieser Botschaft so eine Zeit wirklich gehadert. Ich wusste nicht, kann das stimmen? Weil es schien mir zu viel, dass unser Leben zur Messe wird. Aber ich wage es so auch zu sagen und zu denken und auch zu schreiben. Mit dem ersten Schritt aus der Kirche fängt unsere Messe für die anderen an. Wenn ich nicht verzeihe, ich habe gestoppt, geblockt den eucharistischen Prozess. Wenn in der Familie nicht gebetet wird, wenn die Eltern besonders das Wort nicht verkünden, die Messe geht nicht weiter. Es muss verkündet werden. Wenn wir zur Messe kommen und sagen, ja, Gott gibt, oder Sohn Gottes gibt für uns sein Leben, seinen Leib, und wir dem Egoismus oder irgendeinen so selbstsüchtigen Tendenzen nachgeben, dann haben wir den eucharistischen Prozess komplett, völlig geblockt wiederum. Und ich sage immer jetzt, denkt Leute, wir sollen nicht denken, dass ich Gott in ein Spiel verflechten lassen will, wo er uns dient mit seinem ganzen Leben und wir kommen hinaus und wollen nicht verzeihen und wollen egoistisch sein. Wenn wir nicht gegen unseren zum Beispiel Egoismus ankämpfen, wir blockieren den Prozess. Und dann Heilung. Ich muss sagen, dass ich vor Medjugorje nie auf die Idee gekommen bin, um die Heilung zu beten.
Das müssen Charismatiker sein. So verschiedene und wenige. Und sie sagt und sagt, betet für die Kranken. Bleibt mit Jesus nach der Messe. Da habe ich angefangen zu beten. Und wir beten jeden Tag dort. Ich habe gestern gesagt, wir sind, vielleicht Gott sei Dank, keine Charismatiker in dem Sinne von Großen. Aber vielleicht genau deswegen sollen wir alle verstehen, Priester, dass wir um Heilung beten sollen. Ich würde sagen müssen. Angefangen vom Segen. Das will Maria. Sie sagt uns ja, er ist da. Warum bittet ihr nicht um die Heilung? Also, wenn wir geheilt werden in der Messe, dann können wir zu Hause heilen. Jedes Wort, mit dem ich jemand Hoffnung, Freude und so weiter zurückgebe oder helfe, zurückzuhaben, ist die Heilung, die aus der Messe kommt. Also euer Leben soll Messe werden. Das lehrt uns Maria. Und eigentlich, all das, was ich gesagt habe, konnte man noch viel einfacher sagen. Wenn Maria hier gesprochen hätte, ich habe meine Intuition, wissen Sie, was sie gemacht hätte? Sie hätte gesagt, liebe Kinder, ich danke Ihnen, dass Sie hier sind und verstehen wollen, so was ich für die Kirche bin, was ich alles lehre, was ich alles sage. Aber um all das gut zu verstehen, ich schlage vor, dass wir Freudenreichen Rosenkranz beten. All das, was sie uns beibringen will, ist in den ersten zwei Geheimnissen beinhaltet. Entscheidung für Gott. Liebende Entscheidung für Gott. Und in dieser liebenden Entscheidung für Gott, dein Wille geschehe, ich bin deine Magd, hat sie selber von Not oder von Bedürfnis ihrer Cousine Elisabeth erfahren. In denselben Moment und geht und hilft. In dem Evangelium steht es auch, dass sie dann sofort gegangen ist, eilig. Aus der Verfügung sozusagen, zur Verfügung zu sein vor Gott, wurde sie sofort zur Verfügung für die anderen. Und dann bringen sie den Frieden, bringen sie die Freude und Befreiung der Sünde, in Bezug auf Johannes den Täufer, eine neue Gemeinschaft. Und so hat sie dann möglich gemacht, auch in dem Bethlehem, dass Gott geboren wird. Alles, was sie lehrt und wie sie lehrt, ist in diesen zwei Geheimnissen beinhaltet. Und vielleicht noch einmal von einer anderen Seite, noch kurz, dass all das, was sie uns sagt und beibringt, möchte sie, dass wir in Gottes Frieden hineinkommen. Gottes Frieden, von dem wir oft im Alten Testament lesen, für den sich das erwählte Volk durch langes Gebet vorbereitet hatte. Pessach, also dieses Familiengebet. Was war der Hintergedanke von diesem Gebet? Wahrscheinlich ist derselbe Hintergedanke bei Maria. Sie haben lange Psalmen gesungen, so Vater und Mutter mit den Kindern, um den Rhythmus, den weltlichen Rhythmus der Arbeit, 6 Tage, die uns erschöpft, zu überwinden und im Gebet und durch das Gebet in den Gottesrhythmus hineinzugehen. Schabbat, Ruhe, Frieden. Unsere kurzen Gebete, unsere kurzen Messen, ich zweifle nicht auf die Gnade Gottes, aber von menschlichen her, von anthropologischen, geben uns nicht die Möglichkeit, in diesen Frieden
hineinzugehen. Deswegen bleiben wir so oft auf der Oberfläche und dann jeder kleine Wind der Schwierigkeiten, Probleme, Versuchungen, wir sind dann hin. In Medjugorje eigentlich will sie, und wir haben jede Woche das ganze liturgische Jahr zusammen. In der Kirche, offiziell sind 2 Tage Fasten, Aschermittwoch und Karfreitag, und ich hoffe, dass Sie sich erinnern, wie wir gut fasten, dann ist es dann der beste Fisch wird gekauft. Es sind ja Fastentage. Also wir haben das in einer Woche, Mittwoch und Freitag. Und wir haben den heiligen Triduum. Sie hat verlangt am Donnerstag Anbetung nach der Messe. Wie viele Pfarreien haben nur dann Anbetung? Oder wie das noch gemacht wird? Am Freitag machen wir Kreuzverehrung und Kreuzwegandacht. Am Samstag sind 3 Stunden am Abend Gebet und noch eine 4. Stunde Anbetung. Dann kann der Sonntag kommen. Dann kann die Auferstehung kommen. Dann kann man auch hören, Friede sei mit dir. Andersrum geht es nicht. Also, sie will uns wirklich helfen, dass wir ja auf diese, in den Rhythmus Gottes hineingehen, den wir eigentlich brauchen. Das wäre das und noch wahrscheinlich vieles, was man sagen könnte, wie und was sie das macht. In Bezug auf das Fasten, ich muss sagen, noch einmal, ich entdecke das, dass sie uns einfach lehrt, von Neuem zu essen. Wirklich zu essen. Dass wir spüren, wie viel wir brauchen. Dass wir dann auch an die anderen denken und dass wir uns durch das Fasten auch auf die Eucharistie vorbereiten. Brot, 2 Tage, mit dem Brot 2 Tage zu leben, bedeutet dann, besser verstehen, was, wenn Jesus das Brot vermehrt, wenn Jesus über das Brot spricht und dann erst, nach vielen also Erziehungsetappen, sagt er, das ist mein Leib. Und Maria also möchte uns natürlich zu Jesus auf diese Weise führen. Aber auch konkret, ganz konkret, sie möchte uns, glaube ich, schon umerziehen, unsere Beziehung überhaupt zu den materiellen Gütern, zu der Welt. Darüber zu sprechen ist gut, aber nur im Fasten kann diese Umerziehung auch geschehen. So, ich habe an die Uhr geschaut und es klopft, es ist bald 11 Uhr, so die Zeit geht aus. Maria hätte nicht so lange gesprochen, der Vortragende vorher hat gesagt, sie hat nicht viel gesprochen, nur wenig. In Medjugorje spricht sie etwas mehr, ja. Ich hab mich gefragt, ja, ist das dieselbe, die Mutter Gottes? Ich hatte eine kurze Weile einen Zweifel, ja. Ich habe gesagt, doch, das ist dieselbe, es geht um die Schüler. Manchmal muss der Professor 100-mal wiederholen, und die Leute haben noch nicht verstanden. Manchmal nur einmal und alles läuft. In dieser Zeit, es scheint, dass sie harte Ohren gefunden hat und spricht und kommt und jeden Tag und schon 14 Jahre, 2 Monate und 5 Tage mehr und wer weiß noch, wie lange. Jedenfalls, sie ist in ihrer Erziehung unermüdlich, einfach und mutig und liebevoll. Und sie hat uns gesagt, dass wir für sie sehr wichtig sind, dass wir ihr helfen können. Wie? Nur auf diese Weise. Wenn wir zunächst einmal anfangen, das zu tun, was sie uns sagt, dann
wird das ganz genau kommen, was wir tun können. Und wir werden dann auch finden, wie wir tun können. Am Ende, sie hat keine Angst, die Leute auch manchmal zu enttäuschen. Es bekommen nicht sofort alle das gerade, was sie wollen. Ich erinnere mich an eine Italienerin. Ich bin ihr vor der Kirche begegnet. Es war etwas längeres Gesicht als sonst, traurig und finster. Ich sage, ja, was ist los? Ja, sagte Padre, nix. Ja, was ist da? Sagt, ich bin hier zweites Mal. Erstes Mal, als ich gekommen bin, war ich voll Freude und alles. Ich habe dann beten können, fasten können, alles Mögliche. Und ich bin dann etwas müde geworden zu Hause. Dann wollte ich natürlich, ich gehe nach Medjugorje, wieder aufzutanken. Sagt, ich bin schon hier dritten Tag und passiert nichts. Ja, was möchtest du, dass es passiert? Ja, Padre. Wieder Freude und Leben, ne? Aha, so. Natürlich, das verstehe ich. Ich habe ihr dann gesagt, schau, die Mutter Gottes weiß, was sie mit dir macht. Sie weiß, dass du ein ganz nettes Kind bist, aber etwas so nicht genug mutig, ja, und nicht ausdauernd. Und du kommst das erste Mal und sie gibt dir Schokolade, Süßigkeiten. Du bist ganz froh. Jetzt hast du die Schokolade gegessen, nichts mehr. Du wolltest wieder Schokolade bekommen. Es geht nicht mehr. Jetzt musst du allein daran arbeiten. Vielleicht eine Woche, vielleicht 10 Tage, vielleicht einen Monat. Verstehst, dass du das, du bist nicht mehr klein, du kannst auch was tun. Gut, sie musste das annehmen, es war keine Möglichkeit andere. Ich habe Erklärung gegeben und sie war traurig. Also, sie ist dann eine Zeit dort geblieben, wirklich noch alles von neuem durchgedacht. Und sagte, jetzt habe ich wieder Frieden, aber ein wenig anderen Frieden. Und ich spüre, dieser Frieden wird nicht so leicht in dem Alltag weggehen. So, ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Besonders danke ich Ihnen mit dem Wort, das Maria sagt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Sie weiß, dass wir nicht alles gemacht haben, aber sie ist dankbar, wenn sie schon von morgen gute Entscheidungen in uns sieht. So, ich danke Ihnen in diesem Sinne und machen Sie das damit, wie Sie verstanden haben. Eines ist sicher, Maria ist Mutter und Lehrerin und in dieser Zeit wird sie mit denen, die ihr Hand geben, uns in die besseren Zeiten führen. Gott segne sie.